Herzlich willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge Oberzeugt der City Skylines. Wasser sieht noch gut aus. Die Abwasserklärung ist meines Erachtens ein bisschen zu viel, aber gut. Geld, nicht genug Geld. Ach ja. So, ne? 1660. Okay, wir machen 3300 Einnahmen. Komm. Na komm. Na komm. Dankeschön. So. Hier Wohngebiete. Vielleicht machen wir hier auch noch Wohngebiet rein. Dass wir tatsächlich sagen, wir gehen von dort aus. Wir gehen von dort aus nach dahin und setzen hier noch mal so eine kleine Vorstadt rein. Nach Industrie. Industrie ist voll oder was? Industrie ist voll. Dann aber gerne doch. Bauen wir den doch da gleich mal. Na, nicht genug Geld. Machen wir es halt so. 2935 verdienen wir. Wir waren schon mal 4000 hoch. Verbleibende Zahlung 12.000. Ja, Tourismus sinkt weiter. Landwirtschaft, Wald, Industrie Stufe 1. Ja, 50% kommt. Oh, ist das ein Wohngebiet? Das ist ein eine Wohnung. Ja, sehr schön. Hier oben geht's los. Wir müssen jetzt ganz vorsichtig agieren. Das ist der erste Auszug, der weggeht. Der kann jetzt umziehen nach hier. Wir müssen immer gucken, dass wir bei 3500 Einwohnern bleiben. Das ist der hier. Nicht genug Geld. 1240, also 1300, 2600, 3800, 5000. Die Autobahn ist hier gut gefüllt. Wo wollen die alle hin? Die fahren
fahren einfach nur alle durch, ne? Bitte schön, Strom für euch. Kling, kling. Du auch? Du auch? Ja, sehr schön. Alles hier so schön klein im Wohngebiet. Ja, wunderbar. Wohngebiet wird auch weiterhin ausgebaut. Wobei hier natürlich der Bodenrichtwert schön hoch ist, hier nicht. Deswegen würde ich sagen, Freizeit. Freizeit. Vielleicht einen japanischen Garten nach da. Und haben wir noch einen japanischen Garten? Japanischer Garten. Wir haben doch hier so viel hingebaut. Wo sind die denn alle? Kann man sich die anzeigen lassen? Ja, da kann man sich anzeigen lassen. Und den japanischen Garten holen wir jetzt hier rüber. Dann freut sich hier auch der Nachbar. So, guck mal an. Der Bodenrichtwert wird auch dann gleich und sofort nach oben gehen. Selbst hier oben ist der ganz gut. Ja, gefällt mir. Export. Import, hauptsächlich Waren, Waldprodukte nicht mehr so sehr. Gut. Perfekt. So, hier hinten siedeln sich jetzt auch schon ein paar an, so um den Park herum. Aber da haben wir noch keinen Strom. Habt ihr Pech gehabt. 5000 Euro haben wir. Oder Dollar oder SimCity Coins. Nee, City Skylines Coins oder was auch immer das ist. Nicht genug Geld, ich werd wahnsinnig. Das kann doch nicht wahr sein. So, alles drin. Boah, da ist aber ein Riesenbedarf. Jetzt sollten wir hier auch wieder massiv, na, nicht da, sondern hier einen massiven Zuzug bekommen. Die Orient-Residenz. Wir
Wir haben da noch ein bisschen Luft. Dann würde ich sagen, nehmen wir den hier raus. 3.300, okay, das ist in Ordnung. Und ihr dürft jetzt hier weitermachen. Haben noch sehr viele Arbeitsstellen offen. So, Strom hat sich hier auch verbunden. Einkaufsmöglichkeiten gibt es hier oben noch gar nicht. Dann schaffen wir mal Anreiz, dass sich eventuell hier noch mal ein paar ansiedeln. Noch mal Meter rausgehen. Noch ein Meter Feldweg rein. Freizeit, 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 Freizeit. Parks und Plätze. Noch ein. Dort noch ein. Haben wir jetzt hier hinten noch irgendwelche Freizeitgebäude? Der große hier. Der große kleine Park, ja. Den könnten wir dann nach hier oben legen. Eventuell. Strom? Probleme? Ja, Probleme. Costa Quant. 19.000. Macht 40 Megawatt. Du machst 120 Megawatt. Brauchen wir 5000. Okay, das heißt, keine neuen Wohngebiete abreißen. Sondern Wohngebiete aufbauen. Ab wann kriegen wir denn die? Ab 7.500, okay. Verschmutzung. Nein, nicht Müll, sondern Verschmutzung hätte ich ganz gerne.
Ja, Strom kommt gleich, Strom kommt gleich. Keine Bange. 19.000. Bams. Haben wir. Für 3,8. Für 3,8 verlegen wir das noch dort. So, das haben wir. Gut, jetzt haben wir natürlich von der Verschmutzung her. Stadtviertel löschen, Industriespezial, nein, Stadtviertel. Der Dean Park. Wohnrichtwert, Labrababa, hier leben ein paar davon. Gebäudeverteilung, Arbeiter, Richtlinien. Zeitbudget. So, der Dean Park. Funktioniert das oder gibt es damit Probleme? Testen das mal. So, und hier arbeiten wir uns ja langsam zurück. Wir wollten jetzt auf 5.000 hochgehen. So, und dann geht es dementsprechend. Dort weiter. Wir gehen dann. Okay, da bekommen wir das sogar tatsächlich noch einen hin. So. Nein, das war, glaube ich, einer zu wenig. So. Da kommt japanischer Garten. Freuen sich die Nachbarn.
Woche. Ja, ihr sollt doch alle umziehen. Ihr sollt nach hier rüben ziehen. Parken mit Bäumen. Wow. Was ist das hier? Ein Hundepark. Japanischer Garten. Können wir gerne da nochmal zwei reinsetzen. Das macht unseren Bodenrichtwert hier nochmal richtig schön nach oben. Sehr schön. Das alles und noch viel mehr. Und das so, haben wir das auch erledigt. Dann setzen wir auf der Höhe von der Straße. Mal so mal einen rein. Und geben euch die Möglichkeit, hier hinten noch mal ein paar Dings aufzubauen. Hier neue Wohngebiete. Wow. Okay, wir haben gerade einen riesen Bedarf an Wohngebieten. Nehmen wir noch mal raus. Ne, pass auf, ich nehme noch mal das ganze Gerät hier raus. Platz haben wir ja jetzt erstmal. Oh, Entschuldigung. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Ich würde auch sagen, tschüss. Bis zum nächsten Mal.